Willkommen beim vierten Teil von Ethan Carter. Und wir wollten in die Mine gehen. Ja, ist ja richtig Angst, so viel Geräusche zu machen, ey. Nach unten fahren. Wollen wir nach unten fahren? Anscheinend. Das ist aber weit nach unten. Dunkel. Geradeaus. Sackgasse. Hey, mal im Ernst hier, ne? So, alleine will ich ja hier nicht rumlaufen. Freizeitmäßig. Ist da vorne jemand oder? Nee, Gegenstände oder sowas. Spitzhackenregal. Leerer Platz. Spitzhacke? Wo ist die Spitzhacke? Im Dunkeln. Also sowas wie gerade, ne? Ich hätte erstmal wieder irgendwie Licht machen müssen. Ah, ist ja gut, dass wir hier nicht runtergefahren sind. Nach oben. Kaputtes Schloss von außen. Opfer ertrunken. Postmortal vor dem Tod. Berühren. Wieder ein Opfer. Ja, da fehlt wieder ein bisschen was. Also war jemand so nett und hat die da reingepackt oder was? Und den dann runtergefahren. Ist auch richtig schöner Tod, ey. Ist bei mir auch ganz oben auf der Liste, wie ich sterben möchte. Spitzhacke. Thank you.
Wieder ein kleiner Wagen, mit dem wir über Schienen fahren können. Und der hat Licht. Aber der kommt nicht durch die Steine durch. Jedenfalls nicht. So langsam. Haben mit Anlauf bestimmt, oder? Ich muss ja aufpassen, dass die Decke hier nicht einkracht. Aus der Kurve kann ich nicht rausfallen, also kann ich auch so schnell fahren, wie es geht. Immer im Kreis. Fahren wir jetzt wieder da rein, oder? Nee, geradeaus. Ist das nicht die Spitzhacke? Ja. Dann wollte ich erstmal zurück, ne? Bevor wir weiterfahren. Ob da noch mehr kommt? Einfaches Rätsel. Zwei da. Zwei da. Das sind wir die Eltern von Ethan. Ist er Dale? Sich vor irgendwas erschrocken. Hat er die umgebracht? Hat sie ihn nicht noch beschützt vorher? Also die beiden sind hier reingekommen. Dann... Wollte sie nach oben fahren? Dann hat er sich aber eine Spitzhacke geholt. Was ist hier zuerst? Hat sich das nochmal überlegt? Schauen, könnte auch vertauscht sein. Honey, he probably ran. But why wouldn't he? Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No. No, I don't think it was. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it! Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. Ja, die ersten beiden waren richtig. Drei ist falsch. Drei ist falsch. Weil hier hat er noch keine Spitzhacke. Also ist das drei. Und dann holt er die Spitzhacke. Macht das Sinn? Why wouldn't he? He's just a kid. He can't get away. It's the sleeper's time to awake. Missy, listen to yourself. No, I see clearly. Sie wollte es noch. Breathes inside me. You're sick. We all are. Dale,
What are you doing? Where's Mom? I thought I heard her voice. She's, still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kinda looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Mom! Mom! Where are you? I'll deal with your brother. Go, now! Benzin canister. Travis lebt noch. He didn't kill his wife. She was no longer who she once was. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. Das Licht, da gehen wir auf jeden Fall mal hin. Bis jetzt war ja immer da, wo irgendwo Licht war, war auch ein bisschen was. Ja, erstmal runter, ne? Weiterfahren können wir immer noch. Denn runter? Sagen, ob das endlos ist, aber mein Gott, ey. Siehst du diese Warnung? Geh nicht weiter. Siehst du diese Warnung? Ist unser Ritual fehlgeschlagen. Siehst du diese Warnung? Bleibt das Seemonstertor verschlossen. Seemonstertor? Was ist denn für ein Seemonster? Das ist ein X, das ist eine Karte oder sowas. In einem großen Raum in der Mitte. Das ist so ritualmäßig, ja, richtig gruselig. Labyrinth. Kann jetzt ja mal den großen Raum angucken.
Wer ist er denn? Wer ist er denn? Und weg? Boah. Er ist nicht tot, der ewig liegt. Der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Lasst öffnen uns das alte Tor und schleifen, während des Wächters Blicke in die Ferne schweifen. Ruft unseren Gott, den einzig wahren. Er, der nicht sollte sein, trägt einen Namen. Stargate! Fühlen. Ist das jetzt der Typ von da unten? Tor bedienen. Und Tor drehen. Ach so, mit den rechts, links. Ja, worauf stelle ich die ein? Die haben ein Symbol. Sieht aus wie ein Kasten. Um ihn drumherum, ne? Und ein Z. Ja. Und was mit dem Rest? Fehlen noch ein paar Hinweisgeber, oder? Darf ich die jetzt suchen in dem Labyrinth? Mit dem Wächter, oder was das sein soll? Boah. Ja, mindestens 5 Typen oder so finden. Könnten doch hier überall sein. Erstmal außenrum. Okay, da ist schon mal einer. Ob der irgendwo immer nur rumsteht, diese mit der Lampe da, und was der macht, wenn der einen erwischt. Man alles nochmal machen muss. Das sah jetzt nicht so freundlich aus. Erstmal immer die Wiese immer rechts halten. Sieht schon mal gut aus. Nummer 2.
Ist er das wieder? Jo, was ist da? Was für ein Psycho, ey. Boah. Ist er auch wirklich weg? Ja, wie gerade, ne? Verschwindet dann. Aber hier liegt keiner. Da liegt einer. Nummer 3. Oh. Wie viel brauchen wir denn? Ich bin jetzt von unten gekommen, ne? Ich würde ganz gerne mal geradeaus gehen. Das ist doch dann hier, ne? Und dann um die Ecke. Ja, und dann nochmal geradeaus. Und dann hier, genau, um die Ecke. Hier war ich auf gar keinen Fall. Doch noch so in die Richtung. Sie erwartet jetzt nur darauf. Ist gar nicht verschwunden. Oh. Dieses fiese Quietschen von der Lampe, ne? Da ist noch einer. Also ich bin einmal komplett außen rum gelaufen. Einmal komplett außen rum und ich bin einmal den Weg geradeaus. Also viel mehr kann hier nicht sein. Ich kann den Weg jetzt nochmal hier lang gehen. Und dann komme ich jetzt in den großen Raum wieder. Genau. Vielleicht reicht das schon. Oder der Wächter ist sogar noch ein Teil des Puzzles. Jetzt mal gucken, was sich da oben verändert hat. Schon mal viel besser aus, ne? Okay, was haben die denn für Symbole? Also Dreieck hat sowas wie ein... Ja, ein Kreis. Kreis mit Z, das ist das gleiche wie da. Dann der Stern mit so einem Salamander. Der Diamant mit einem Eurozeichen. Ich kann mich ja jederzeit auch umgucken. Also. Dreieck, ne? Oben ist aber auch ein Dreieck. Aber wir haben nur eins. Dann stellen wir den erstmal komplett gleich. Also mit so einem Unzeichen. Nein. Ja, das könnte sein, ne? Oben hat das so eine Ecke. Aber ist das... Ich glaube, das sieht anders aus. Aber ein anderes Symbol gibt es hier nicht. Also bei dem anderen Dreieck. Ja, das ist das. Das ist das Symbol. So, den hatten wir schon. Kreis. Kreis hat auch das Z. Dann der Stern.
den Salamander gehabt. Abgefahren, das ist. Ist das der Salamander oder? Ja, ne? Und dann fehlt noch hier unser Eurozeichen. Ist das das Zeichen? Ja, ne? Ja. Das ist das Zeichen. Das ist das Zeichen. Da wird noch einer fehlen und ich glaube, das ist hier die richtige. So wie eine Pyramide ist dann richtig. Das heißt, der ganz unten. Der könnte auch anders aussehen. Können wir. Alle anderen haben wir doch, dann können wir doch ausprobieren. Sieht gut aus. Oder auch nicht. Nein. Was passiert denn jetzt? Anscheinend haben wir auch unendlich Atem und können uns das hier die ganze Zeit angucken. Oh. So ein Zettel. Ne, ich glaube, ich bleib hier noch ein bisschen. Abgefahren, noch nicht. Sowas gesehen. Noch nie. Oh, wie geil das wäre, ein Spiel zu haben, wo du so eine Unterwasserstadt beziehungsweise eine überflutete Stadt irgendwie erkunden könntest oder so als Taucher. Der Fluch des Seemonsters. Das Hinochische Necronomicon. Die Eisenerzbergarbeiter haben es endlich gefunden. Doch nicht alle von ihnen wollten sein Ritual durchführen und das Seemonster Gnai beschwören. Ein Bergarbeiter bemerkte, dass das Ritual Gnais Flut auf diese Welt entfesseln würde. Und so hatte der Bergarbeiter keine andere Wahl, als die anderen mit magischen Eltdown-Scherben zu erstechen. Gnai verfluchte daraufhin den Bergarbeiter, der nun die Mine durchstreift, dazu verdammt, andere daran zu hindern, das Seemonster zu beschwören und die Welt für immer zu überfluten. Ethan, I told you to stay out. God damn it, look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And, please don't tell your mother I'm in here. Okay, now, you go. Get back home. Boah, wie geil. Wir sind wieder oben. Boah, nicht den Weg wieder hochlaufen. Das ist die Geschichte. Was haben wir hier? Bitte um Stellungnahme. Sehr geehrter Mr. Carter, das amerikanische Patent- und Markenamt hat ihren Brief zum 27. Januar 1973 bekommen, in dem sie um weitere Stellungnahme bitten, weshalb ihr kürzlich eingereichtes Patent 527F2D von diesem Amt abgelehnt wurde. Wie wir schon in unserem letzten Brief erklärt haben, wurde das Patent aufgrund der Verletzung eines bereits existierenden Patents abgelehnt. In den letzten 16 Wochen haben wir über 4 Dutzend angeforderte Patente von Ihnen dokumentiert.
Keines davon ging durch und auf alle haben sie bestanden. Mr. Carter, wir würden diese und zukünftige Angelegenheiten gern als erledigt betrachten. Mit freundlichen Grüßen, James Markey, Verwaltungsdirektor. Dale. Schaff dein Zeug aus meinem Keller, bring es zur verdammten Müllhalde. Ich hab es so satt, auf dem Weg zur Waschmaschine über dein misslungenes Leben zu steigen. Ich meine es ernst, entweder es kommt weg oder ich verbrenne es. Ja. Die gute Melissa, deine Frau. Nette Dame. Hätte ich auch geheiratet. Nicht. Ja, Sprit ist noch drin. Machen wir mal weiter. Gespannt, wo die Zugfahrt hinführt. Das sieht nach Endstation aus. Ja, da vorne ist verschüttet. Jetzt haben wir die ausgemacht. Ja. Wird schon keiner folgen. Was hat Dale gesagt zu Ethan? Das ist nur eine chemische Reaktion, das ist nicht gefährlich. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Nur Spaß gemacht. I could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. The first you walked into, and with any luck, walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable, and it wanted me to leave. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind unten am Damm. Kleinen Dammhäuschen. Da oben müsste das Portalhaus sein. Dann ist hier das andere Haus. So, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Break und schauen uns das Haus im nächsten Teil an. Bis gleich!